heute Überraschungsday. Ich kann euch, was heißt Überraschungsday? Ich kann euch noch nicht sagen, was Sache ist, ne? Ich kann euch gar nichts sagen. Ich halte euch auf dem Laufenden heute. Mal sehen. Ich kann alles tragen. Ehrlich, wie sehe ich aus? Gut, bisher gut. Läuft die Kamera. Als ich gestern aufgetreten bin, vorgestern, also geil, mega performt. Ein Song performt, als wir damals Alge gedreht haben. Ich habe gedacht, ich bin tot. Ich habe 30 Sekunden gemacht, die Jungs. Ich war am Ende, weißt du das noch? Aber ihr müsst ja mal vor, wir zu dritt drehen jetzt unser Video, ne? Wisst ihr noch, wie der Song entstanden ist? Im Keller. Ich war an dem Tag in Berlin. Ja. Einfach so in Berlin. Wir haben gesagt, lass uns abends vielleicht einen Stream machen. Du so, du, ich hab mir, lass uns doch einen Song oder irgendwas machen. Dann haben wir überhaupt nicht gestreamt. Er sagt, ich habe geträumt, Katsching, ist mir gestern so gekommen. Wir saßen da, gemacht, bisschen gejammt, ne? Ich Angst, Todesängste, für mich Songproducing ganz neu. Er sagt, Frauen hat so, du machst das gar nicht schlecht, es ist okay. Ich da eingesungen, das war, also wenn ich das höre, wie das aussehen wird, denke ich, das ist mit dir Wahnsinn. Ich kann mir noch gar nicht so vorstellen. Gab siehst du, hast echt so, die Münze dreht sich, Transition Mission, Jackson, Alter. Las Vegas. Ich weiß nicht, oft diese leuchtenden, aufwendigen Kleider haben. Beim Fernsehen, das möchte ich euch heute mal sagen, ist das so. Nichts Kariertes, nichts Gestreiftes, nicht schwarz und nicht weiß. Und deswegen sehen wir beim Fernsehen meist aus wie Clowns. Mal rein hier, zeig doch mal. Bist du heute mit dabei auch? Wir haben heute auch einige Models mit dabei. Ja, klar. Kennst du mich dann? Noch mal. So, Freunde, guck mal rein hier. Guck mal, das ist die Frau, die uns heute alle schminkt. Auch die Models. Und hey, wir haben lange gecastet. Du kennst mich, ne? Ja klar, du bist doch der König hier. Freunde, meld mich gleich wieder hier beim großen Making-of vom Videodreh. Katschung! Du Engländer? Ja, von Manchester. Von Manchester? Mhm. Super, super. Wirklich, I love England. Ja. Very, very. Wirklich geil. Geil. Hey, okay. See you. See you later. Und da ist auch wieder, sieht man wieder, international. Da bin ich top aufgestellt. Was so ein Roulette-Kessel kostet? Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist ein französischer Kessel. Wo habt ihr den her? Das ist der echte von Immersive Roulette, den ich immer spiele. Pietro Lombardi ruft an. Ja, Pietro Lombardi, hallo. Da ist aber nicht Dieter bei dir, oder? Heute Supertalentaufzeichnung hier. Ich wollte gerade Dieter anrufen. Ich mache nur Spaß. Ich darf doch den Leuten nicht sagen, wo ich heute bin. Ich mache ein bisschen Verarsche. Zwischen meinen Beinen, ungelogen. Ein Roulette-Kessel gerade. Zwischen meinen Beinen. Wir drehen ein Video mit den Atzen heute. Katsching, die neue Single. Grüße an alle von Pietro Lombardi, alle einmal klatschen! Jetzt ist der Moment, wo die Models auch so, einige der Models, die gerade hier sind, und Leute vom Team zum ersten Mal den Song hören. Da schäme ich mich. Das sind immer die Momente, da schäme ich mich. Guck, dass der Sound, dass das alles Dolby Digital und wie das heißt. Erste Szene hier ever, ne? Guck dir dieses Niveau an, dieses Level. Ich habe ja erst ein Musikvideo gemacht. Die Jungs hier, du siehst die an, wie die da stehen. Ne? Wie eine Starter, wie alles wie immer. Gehen, machen wir zweimal in der Woche. Aber dieses andere Level, dieser Kamerakram, dieses, ich sage euch ganz ehrlich, das ist für mich ganz was Besonderes wieder hier. Bin, ne? Knüppel ruhig noch einen weg, alles gut. Knüppel. Sitzt da mal wie eine einzige Frisur. Ja, es ist gut. Wahnsinn. Ja. Sieht gut aus, passt es. Passt aus wie eine Perücke. Gehen jetzt ins Casino rein, liebe Making-of-Leute. Das hier, ich weiß nicht, ob ihr es fühlt, die Atmosphäre. Vor mir ist eine Tür gerade.
Und die werde ich so aufstoßen. Bitte. Telefonieren das erste Mal und der erzählt mir so, Dicker, ist so schlimm, wenn Nummer veröffentlicht ist, ein Freund passiert, ich gebe ihm meine Nummer und am Abend rufen mich die Leute so an, ey Knossi hat deine Nummer im Stream gezeigt. Oh, aber aus Versehen so beim Handy. Und davor hat er mir Tipps noch gegeben, reg wie man so ab. Die Nummer denkt, so, weißt du? Beim Making-of denken alle, was ist hier los? Reg dich mal ab. Sei froh, dass du bei mir mitspielen kannst hier heute. Guck mal, dann ist Slavik heute dabei. Macht Spaß? Macht er gut für den Anfänger. Deabonnieren, sage ich. Deabonnieren. Ich bin alles reden, aber nicht lachen, ja? Ja, ja. Aber dann lach nicht, guck nicht, kann nicht. Wenn ich dich schon angucke. Ich sag so ein bisschen, was ihr setzen müsst. Вот пидорас, блядь, ебаный. Чё вы пиздрилась, блядь? Für Slavik, danke, du bist ein echter Freund. Dein Knossi. Voll süß. Da darf man gerne klatschen einmal. Danke, Slavik, dass du hier warst. Dankeschön, dass du mitspielen durftest. Ey, Slavik, vielen Dank, dass du da warst, ehrlich. Es hat mir echt viel bedeutet. Ihr wisst, Slavik und ich immer mal nachts Telefonate und so, wenn er mal nicht irgendwie um 10 ins Bett geht oder nach dem Sandmännchen schon. Nachts viel am Sprechen und ich freue mich wirklich. Guck doch nicht so. Ich freue mich auch. Dass du, das war, wie war es für dich? Aufregend. Ey, ich danke ihm wirklich sehr. Nochmal großen Hype und folgt auch Slavik auf YouTube. Hört die Lieder an. Kalinka. Prost, oder wie macht man jetzt? Kirgistan. Nochmal. Gefällt dir das? Einmal noch. So, Freunde, ihr seht hier, unglaublich. Wir haben jetzt Set umbau gehabt, vom Pokern zum Roulette. Das wird die Szene sein von Money Mark. Der wird hier gleich richtig abfeiern. Ich denke mal 29. Und abräumen auch. Ich zeige euch jetzt mal, wie die 29 kommt, dass ich hell sehe. Dass ich das wirklich, dass ich mich auskenne. Sag mal die Nummer 1. Guck mal einmal hin, Kessel hier. 29, Achtung. 24. Das gibt's nicht! Ein echter Kessel. Ihr kennt ihn. Wer mich kennt, weiß, der Original Immersive Roulette. Ihr wisst doch, hier oben liegt immer noch eine Kugel drin. Immersive Roulette, der Kessel. Habt ihr Spaß heute jetzt? Ja. Und jetzt Money Mark. Bin gespannt. Wenn ich wieder Ey, ihr wisst schon, ne? Aus dem Making-of. Es gibt keinen Schaden. Er hat es versprochen gerade. Die Leute, die mich auch über Instagram verfolgen, wissen, dass ich beim Wohnzimmerkonzert, ich weiß gar nicht, wo wir da waren, ich habe Money Mark ein Hoverboard geschenkt. Und zwar das aus dem zweiten Teil Zurück in die Zukunft, weil ich weiß, er ist großer Fan. Ich bin's auch. Er hat einen DeLorean. Und dieses Hoverboard ist unterschrieben von Christopher Lloyd und wird heute hier seinen Einsatz finden. Ich habe ein bisschen Angst, dass es kaputt geht. Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, aber er hat gerade versprochen, dass nichts passieren wird. Plastik. Das ist echt unterschrieben von ihm, ne? Das ist, kein, ist echt von Christopher Lloyd unterschrieben. Wo ist denn mein Geschenk? Eigentlich muss im Making-of. Er hat heute. Er hat ich hab, das ist im Kofferraum. Ich wollte es dir vorhin geben. Er meinte vorher. Machen wir im Making-of aber rein. Machen wir im Making-of. Ich schenke Ihnen jetzt diese Kiste hier. Da ist eine kleine Überraschung drin. Das wiegt das nicht auf für den Hoverboard, aber es ist auf jeden Fall vom Herzen. Probier mal aufzumachen. Was ist da drauf? Ist das eine Munitionskiste? Ja. Probier mal auf. Ey, vielen lieben Dank. Ja, ne? Nicht zu danken. Ey, das ist jetzt wirklich auch. Erwarte jetzt nichts Großes oder so. Ne? Das ist der echte Dingspulli. Den habe ich für nur für ein paar Freunde. Was ist das?
Für einen Pulli? Den habe ich so selber besprüht. Das habe ich damals eine Weile gemacht, ja. Oh, Bushido, Baby! Hab ich's gemacht. Gibt ganz wenige, die den haben. Gibt ganz wenige, die den haben, ja. Ist das der echte Money Mark aus seiner eigenen Kollektion, oder was? Einzelstück. Ey, vielen lieben Dank, ey, ohne Scheiß. Der ist gar nicht so scheiße geworden, ne? Ganz geil. Ey, ich finde den überkrass. Der Knossi steht drauf. Ah, wie lange hast du da dann gesessen? Das geht relativ schnell. Kann man das waschen? Nee. Das ist nur Deko. Das ist eigentlich, kann man keine Bushido-Dinge tragen. Und so. Vielen lieben Knossi, Dank. Nicht zu danken. Danke dir, Alter. Danke schön. Das ist unser Regisseur. Das ist derjenige, der auch ja, die Idee. Also, wir haben immer unsere Ideen reingegeben, wie wir uns vorstellen, wie so ein Video aussieht. Aber du hast letztendlich das Konzept auch dazu ausgearbeitet. Ja, mit Nancho zusammen auf jeden Fall. Ja. Man kann sich auch wenig vorstellen, wenn ihr so die grüne Leinwand sieht. Was ist das für eine Technik, mit der wir hier arbeiten? Wie? Ja, wir shooten hier halt auf eine Ari, arbeiten hier auf Greenscreen, dass wir dann am Ende des Tages den ganzen Hintergrund ersetzen können. Wir haben hier diese Tracking Points, diese rosanen Punkte, die ihr seht. Das gibt uns so das Raumgefühl quasi. Das wird dann halt alles im Nachhinein dann wirklich reingebracht. So. Ich freue mich drauf. Vater. Ja, voll. Ich danke dir auf jeden Fall. Gerne. Das wird ein geiles Ding. Euch ist vielleicht auch aufgefallen, die kleinen Details im Video, die einfach sensationell sind. Vielen lieben Dank an Stream Heroes, die dieses geile Kartendeck von uns hergestellt haben. Auch Schatzi mit dabei. Also wer genau aufgepasst hat, der hat das erkannt. Und ich finde auch Money Mark, guck dir den hier an. Mega geil. Oder Gente, das Ass, sag ehrlich. Geil, Freunde. Ja, gut, vielen lieben Dank. Gut getroffen, oder? Ja, sensationell. Stream Heroes, sensationell. Vielen lieben Dank. Und auch Wilds Fun. Ohne euch wäre das alles hier nicht so geil geworden. Vielen lieben Dank. Echt. Wir haben das nächste Setup wieder aufgebaut. Ey, das ist schon eigentlich ein Spiel, was in Europa, in den Casinos, echt fast ausgestorben ist. Craps, aber in den USA ein absolutes Highlight. Und das ist natürlich... Ich kann das. Das ist dein Ding. Ey, Craps ist wirklich ein Spiel. Warum gibt es das in Europa nicht mehr so? Sag mal ehrlich, in den Casinos. Es ist zu laut. Die europäischen Casinos sind sehr ruhig. Beim Craps ist Action, ja. Da ist Spaß, Das ist Spannung. Ist das, was mich stört. Ich sag dir, bei den staatlichen Casinos, also ich will mich ja nicht beschweren, aber das ist diese Kirchenatmosphäre und machen sie bloß leiser. Ey, das muss doch Spaß machen. Genau. Und das ist genau, ey, warm die Würfel rein. Wir kommen langsam zum Ende des Drehs und das hier ist der absolute Dream. Guck mal, was hier drauf steht. Diese Slotmaschine wurde in Australien hergestellt und in Las Vegas genutzt. Es ist kein Witz. Und wenn du die von vorne anguckst, das ist wirklich. Hier stand drin, Jackpot $15, das haben sie jetzt rausgenommen. Ey, das Ding ist Sam S. Rothstein, Original 70er Mafia Las Vegas noch. Das kannst du aber davon ausgehen. Ja, ja, klar. Da wurde nichts ans Finanzamt abgeführt. Ja. Überhaupt nicht. Da wurden abends die Kassen leer gemacht, ne? Und rein in die Tasche der Italiener. So, jetzt. Und? Gische! Ah ja! Oh, Baby! Oh, Baby, guck! Zwei Kirschen, ja? Zwei Kirschen gibt 5. Hier steht's doch. Zwei Kirschen gibt 5. Guck mal hin jetzt, wie der Papa das macht. Oh, kann man immer nur einen Tocken rein? Kaschi. Wie? Baby? Nix. Gibt Goldstar wirklich, ne? Die gibt Das hat mir noch gefehlt, dass du jetzt noch vorbeikommst um 10 nach 11 mit deiner Kamera. Oh, sieht das unangenehm aus, oder?
Kennt man das? Das ist Schauspiel. Sein, ne? Könnte auch was anderes sein. Hollywood. Geige spielen. Please, könnte was anderes sein. Applaus. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt denken soll. Liebe an der Beteiligten. Ey, und vielen so. Lieben Dank. Erstmal unglaublich, dass das hier überhaupt zustande gekommen ist. Ne? Das war von der Produktion des Songs bis hierhin. Spontane wie lange, Idee. Wie lange wir an dem Song noch rumgefeilt haben, schon eigentlich Wahnsinn. Ne? Ja, haben den schon ein paar Mal aufgewühlt nochmal. Ne? Ja. Eigentlich ist der aber relativ schnell entstanden. Eigentlich innerhalb von ein paar Stunden. Ja, ja. Und ja. Dann haben wir den nochmal im Keller bei dir aufgearbeitet. Aufgearbeitet ein bisschen. Ja. Und jetzt stehen wir hier. Video im Kasten. Vielen Dank an die Produktion. Es war wirklich, ey, das war wirklich top. Hier hat es da nichts gefehlt. Unglaublich. Mein zweites Musikvideo, euer genau. 70. wahrscheinlich. Oder? Hast du einer von euch mitgezählt? Plus, minus. Mitgezählt. Plus, minus. Ja, ja. Ihr könnt ja mal schätzen, Pi mal Daumen, wie viele Musikvideos wir schon draußen haben. Einige. Das wird ganz schwierig. Hey, danke an alle, die das Making-of gesehen haben und die, die das Video noch nicht kennen. Schaut euch jetzt den Song an. Katsching, der die Charts stürmt.